Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Karte Egmont Thüringen. Das eigene Siegerdeck wird aktuell beliefert und wir dürfen auf Feld 5 wird noch Unkraut bekämpft. Viel Spaß! Was machst du schön? Immer noch Holz? Ja, ich bin gleich fertig mit dem Holz. Ey, da ist er schon. Da, ihr seht schon. Ach, das ist meine. Ach so. Mein Traktor fährt jetzt zu Feld 5. Mit Auldreif. Hab die Kurse teilweise erst eingefahren, aber da fehlen noch viele Felder. So, die Wiese müsste auch noch gemäht werden oder ist bei. Das soll aber Heu werden. Wenn der Wettergott uns das erlaubt, wird's Heu. Wenn der Wettergott das nicht erlaubt, dann wird das Silage. Aber die Vorhersage ist trocken angesagt. Können wir hoffen, es klappt. So. Achso. Müsste aber genug Holz sein. Sollte reichen. Wir werden gleich mal den unserem Fass mit zum Nachfüllen für Unkraut Herbizide nachliefern zum Feld 5. Sonst das wird nicht reichen. Das war aufgefüllt, aber das war eine Schanze. Was war denn jetzt? Na, der LKW ist geflogen. Und ich konnte die Luft durchlenken. Nur fliegen ist schöner. Das kannst du ja live schauen am Sonntag. Ja. Das war die erste Folge. Das ist aber nur dafür gedacht, weil ich manchmal vergesslich bin und dann zuck, ist die Zeit drüber. Aber ich muss ja sagen, jetzt wo die Monitore vorne sind, ist es für mich leichter zu sehen, wie und was die Zeit ist, ob Fehlermeldungen kommen und so ein Zeug. Früher musste ich immer den Hals verdrehen. Hat zwar viel Schweiß gekostet, das entsprechend einzurichten und aufzubauen, aber lohnt sich. Feld 11 gibt es zum Düngen, gell? Zum Düngen? Und viel Spaß. Schon wieder? Mhm. Na, ich nehme es halt nicht. Ist zu spät. Weil, ja, es ist schon ein bisschen zu spät. Sonst wird es mit 2 Feierabend nichts, glaube ich. Naja, es ist heftig, ne? Wenn es ganz am Anfang gekommen war, hätte ich es schon genommen, glaube ich. Na jetzt. Ich meine, wir speichern ja ab, ne? Naja, du kriegst ja nicht fertig, ne? Wenn Pech hast, ne? Na, das nehme ich halt nicht. Ich habe das 41 genommen, das hat 10 Hektar, das passt da. 219.000? Und eine kleine Spritze hier. Da müsst ihr mal schauen. Da müsst ihr mal ein bisschen in die Kasse eingreifen. Bei mir. Und zumindest noch. Ich habe ja einen großen Düngersteuer. Und hier habe ich 2. Verlockend ist schon, ne? Ein gutes Geschäft ist schon. Ja, du brauchst 3 Traktoren brauchst du und 3 Steuer.
Nur wenn du die Geräte ausleihen musst, ist es am Ende auch nicht viel bei Gewinn bei, ne? Ich fahr verkehrt, aber egal. Drehen wir gleich um. Naja, es sind. Ich meine, gut, ich könnte ja auch zur Not noch das fertig machen, wenn du nicht da bist, ne? Also das Problem ist ja nicht. Wenn ich E-Kurse einfahren sollte oder so, ne? Nur wenn du es annehmen würdest, du könntest ja nicht weitermachen, weil der Kursplay, der fährt ja nicht weiter den Augenblick, ne? Wenn du laden machst. Mhm. Das ist das Problem. Sonst wäre das kein Problem, dann kannst du lass laufen, scheiße. Aber du musst ja auch nachfüllen, das wird nicht reichen. 120 Hektar, das ist schon gewaltig. Mein Düngerstreuer mit 30.000 Liter, der reicht schon eine Weile. Ja, der rennt ja nicht weg, der bleibt ja noch alle stehen. Und zurzeit habe ich nur einen freien Traktor. Das heißt, einer ist zurzeit, der macht Gift. Der andere ist Düngen fertig. Und den anderen brauche ich jetzt zum an sich noch zum Gras wenden normalerweise. Ich meine, ich kann es auch stehen lassen, trocknet auch so in der Zeit. Das Wenden ist nicht das Problem. Problem ist nur, ja, du brauchst Traktoren dafür, das ist das Problem. Das ist eine Deutsche Pferde, der ist eigentlich ganz gut. Und den Walter brauche ich eigentlich für mein Sägewerk. Damit der läuft. Aber mal sehen. Mit dem LKW fahren lassen. Geht auch zur Not. Also der hat eine Kupplung dran, der wird auch fahren. LKW für Fehlmissionen nehmen. Ja, Dünger streuen ist an sich kein Thema. Von der Leistung her. Aber ich sag mal so. Für Flügen und Gruppen ist es eigentlich nicht geeignet. Ich sag mal, wenn der Feldboden trocken ist, dann geht's eigentlich. Aber wenn nass ist, dann hast du ein Problem. Dann haben die Reifen eigentlich keinen guten Grip, weil ja auch die Traktoren noch eine andere Schaltung haben, ne? Also fürs Feld und so. Eine andere Kraftbesetzung als ein LKW. Es sei denn, es ist ein LKW, der für Bergung zugelassen ist, also ausgelegt ist. Ne? Die haben wir was anderes, ne? Aber der normale LKW ist für mich geeignet. Da kannst du froh sein, wenn du auf dem Feld fahren kannst und Getreide holen kannst. Das geht einigermaßen. Ne? Wie gesagt, trocken muss sein. Wenn es nass ist, hat er Schwierigkeiten. Da sind Bäume, das wird schwierig. Da mache ich lieber rund. Oder weich. Mit Schaf ist Probleme. Wegen der Ecken. Der Walter braucht jetzt mindestens zum Spritzen, zeitlich gesehen, kommt gleich eine Zeit. Aber ich könnte schon mal mit dem Ding losfahren, mit Gras, hier müsste eigentlich fertig sein normalerweise, oder? Na, er mäht noch. Gut, kommt keine Zeitangabe. Geht wohl nur, wenn du es rund machst. So. Ich fahre den mal zurück. Wenn ich den Verband düngen würde, würde es ja auch schneller gehen. Theoretisch. Mit drei Fahrzeugen. Der müsste ich kleine Streuer verkaufen.
den großen dafür nehmen. Noch einen dritten dazu. Und einen Traktor ausleihen. Weil den Walter brauche ich ja für das Sägewerk. Erstmal vorbereiten. Die Mission wäre mir gar nicht aufgefallen, ich habe gar nicht geschaut. Ah, hier mein Holz. Hast du so einen falschen See weggebracht? Die zahlen viel zu gut. Ich zahle besser. Nichts. Soll ich da wegfahren oder musst du da nicht mehr hin? Ich muss da nicht hin, ne? Nein, kannst du hinlegen. Mein Holz, ich muss denken, da ich das. Mein Holz wird ja veredelt. Na, kannst du hinbleiben. Jetzt hätte ich den großen Radlader geholt und dann in den Fluss reingeworfen. Früher haben wir sie da öfter mal getroffen, am Anfang bei dem Sägewerk, aber jetzt hast du dein eigenes, jetzt kommst du nicht mehr. Ja, ja. Ich muss die Investition wieder reinholen. Jetzt muss ich die Basen alleine verbringen dort. Ja, ja. Kaffeeautomaten, ne? Naja, wenn das Sägewerk muss ja, was ist das, kostet 400.000. Die anderen Teile waren auch mit 200.000. Also, ich sag mal, das muss sehr lange laufen, bis es wieder Kosten drin hast, ne? Ist leider so. So, der eine ist ja in der Garage, der andere ist da hinten. Das ist auch ein Zweiachse. Ich habe eigentlich welche. T2, wer ist fertig? Achso, der andere hier, der Deutz. Ich habe Düngerstreuer, ich brauche gar nicht. Zwei habe ich. Zwei große. Der eine war nur für Kalk, der hat Breitbereifung, aber ist aber ein bisschen egal. Mission kannst du ruhig mit Breitbereifung fahren. Dann machst du ja nichts kaputt. Das ist ja der Original und immer teuer. Ist ja auch wieder schlecht. Der hat eine andere Arbeitsbreite, das ist schlecht für Missionen. Der hat nur einen Streuer, keinen Teller, keinen Verteiler. Den verkaufe ich. Auf meinen Dings da. Werkstatttermin. So. Den mache ich zu Gold, Anhänger, und dann geht los. Ein paar Mal kaufen einen neuen. Dann haben wir zwei von dem gleichen Typ. Klein, mal sehen. Checken wir gleich Richtung Bedrehen. Händler.
Das geht. Kaufen den mal gleich. Ja, der Verkauf geht hier nicht, so ein Scheiß. Traktor, wo willst du hin? Dann muss ich einen anderen Schluss haben. Ah. Egal. Weggeschickt. Muss ich den anderen nehmen. Den. So, jetzt. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja. Morgen geht's weiter. Tschüss. Tschüss.